Guten Abend, willkommen zu unserer Sendung. Ein Urteil gegen einen muslimischen Mörder. Dem vorgeworfen wird, dem Urteil einen Rabatt gewährt zu haben. Junge Männer aus Deutschland, die in den Heiligen Krieg nach Syrien ziehen, und ein deutscher Staatsbürger, der zum Tode verurteilt wird, weil er seine Meinung geäußert hat und angeblich den Propheten beleidigt hat. Sind das alles Zeichen dafür, dass der radikale Islam auf dem Vormarsch ist? Oder sind das Ereignisse, die dazu benutzt werden, um eine ganze Religion zu diskreditieren? Unser Thema heute lautet: Feindbild Islam, wird der Hass geschürt? Und meine Gäste dazu sind Hamad Abdel Samad. Er ist Publizist und er provoziert mit der These, der Islam hätte faschistoide Züge. Dafür wurde er mit einer Fatwa belegt, zum Tode verurteilt. Hassan Dabak, er ist Imam aus Leipzig. Er wirft Abdel Samad Hetze vor und beklagt, diese Art Hetze gegen den Islam ist mittlerweile gesellschaftsfähig geworden. Wolfgang Bosbach, CDU-Innenexperte, er warnt seit Jahren vor den Gefahren des radikalen Islamismus in Deutschland. Antonia Rados, Kriegsreporterin und Expertin für die islamistische und islamische Welt. Vor kurzem recherchierte sie auch in einer radikal-islamischen Gruppierung der Salafisten. Lamia Kador, islamische Religionslehrerin und Vorsitzende des liberal-islamischen Bundes. Fünf ihrer ehemaligen Schüler zogen in den Krieg nach Syrien. Und Omid Nuripur, er ist Muslim für die Grünen im Bundestag. Er bekommt Hassmails, sagt er, von beiden Seiten, Rassisten und Islamisten. Beginnen wollen wir diese Diskussion heute mit dem Urteil, das vor zwei Wochen für Aufregung gesorgt hat. Landgericht Wiesbaden vorletzte Woche. Ein 23-jähriger deutscher Afghane, der seine schwangere Ex-Freundin ermordet hat, wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Allerdings erkannten die Richter keine besondere Schwere der Schuld. Der Mörder kann nach 15 Jahren entlassen werden. Kritiker sprechen von einer zu milden Entscheidung, von einem Islamrabatt. Was sie besonders aufregt, ist die Aussage der Richter. Der Täter aus einer muslimischen Familie habe sich in einer kulturellen und religiösen Zwangslage befunden. Die Eltern des Opfers und Opferverbände sind empört. Wenn der Täter Christ oder Atheist gewesen wäre, würde seine Schuld schwerer wiegen? Herr Bosbach, den Täter eben wegen kultureller und religiöser Herkunft in einer Zwangslage zu sehen, können Sie das nachvollziehen, diese Begründung der Richter? Nein, das kann ich nicht nachvollziehen, und zwar nicht aus politischen Gründen, sondern auch wegen der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes. Mhm. Der Bundesgerichtshof hat schon vor über 10 Jahren darauf hingewiesen, insbesondere die Strafsenate, dass es ausdrücklich und ausschließlich auf die Rechts- und Werteordnung in der Bundesrepublik Deutschland ankommt und nicht auf die Werteordnung aus anderen Kulturkreisen. Deswegen kann ich die Begründung des Gerichtes nicht verstehen. Ist es denn dann angemessen, hier von einem Islamrabatt zu sprechen, wie es Zeitungen in Deutschland getan haben? Gut, Islamrabatt, das ist eine flapsige Formulierung. Mhm. Gemeint ist, ob wir unter Berücksichtigung anderer Wertvorstellungen und Rechtsordnungen einen Täter milder bestrafen. Wenn das Gericht aus welchen Gründen auch immer die besondere Schwere der Schuld nicht anerkennt, dann sollte man das jedenfalls nicht damit begründen, dass der Täter, hier war es ein Deutsch-Afghane, ja, einer anderen kulturellen Tradition verpflichtet sei, nämlich hier der kulturellen Tradition der Eltern. Er hat ja nicht in Anführungszeichen nur seine Frau, Lebensgefährtin, erstochen, sondern auch noch dem werdenden Leben das Leben geraubt. Hat ja 2 Tötungen begangen. Das ist eben die Frage, Herr Nuripur. Man ist ja wahrscheinlich zwischen 2 Stühlen. Dieser Täter ist hier aufgewachsen, ist hier in die Schule gegangen, ist deutscher Staatsbürger, er kennt also die deutschen Gesetze oder muss sie kennen. Die Eltern und die Kritiker sagen, ein Christ hätte sich dann nicht diesen mildernden Umständen dann ausgesetzt gesehen. Das heißt also, hat er eine mildernde Tatsache darin gesehen, dass er eben aus einem anderen Kulturkreis kommt, oder die Eltern? Ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Fall einzeln beurteilen kann. Aber die Debatte um Islamrabatt an sich geht mir ein wenig auf den Keks, weil es immer wieder solche Fälle gibt, bei denen es Urteile gibt, auch teilweise Fehlurteile gibt, das ist klar. Ja. Aber wir haben ein funktionierendes Rechtssystem und einen funktionierenden Rechtsstaat. Und dann gibt es eben eine zweite Instanz, in der diese Urteile auch wieder revidiert werden. Und das ist ein Wert an sich. Und deshalb muss man natürlich von Fall zu Fall auch sprechen. Aber was wir nicht tun dürfen, ist grundsätzlich unseren Rechtsstaat an den Pranger zu stellen, weil er funktioniert. Wir tun es ja nicht grundsätzlich, aber anhand dieses Urteils. Also ist das in Ordnung, die kulturellen und religiösen Hintergründe mit einzubeziehen?
Es gibt ein glasklares Gesetz, das ist für alle gleich. Und zwar vollkommen unbenommen der Frage, welche Religion die Personen haben und welche Herkunft. Deswegen sagt das ja auch der Vater und die Mutter, die sich dazu geäußert haben und haben gesagt, na, wenn das jetzt ein Christ gewesen wäre, dann hätte er vermutlich eben die Sicherheitsverwahrung danach bekommen. Da gab es dann keine Zwangslage. Wie gesagt, ich kenne nicht die Details des Falls selbst, aber Fakt ist, dass es Toleranz nicht gibt im Rechtsstaat aufgrund von Religion und auch aufgrund von Herkunft, sondern es gibt glasklare Regeln und glasklare Gesetze, die müssen eingehalten werden. Und wenn Richterschaften das nicht machen, und das ist genau das, was ich in dem Fall nicht beurteilen kann, auch weil ich kein Richter bin, wie Kollege Bosbach, dann gibt es zweite Instanzen. Und das ist auch gut so. Herr Abdel-Samad, haben Sie das Gefühl, es ist ein Islamrabatt hier gegeben worden? Flapsigkeit hin oder her? Ich mag den Begriff nicht. Auch nicht. Aber es gibt schon den Anspruch für Islamrabatt. Ich würde sagen, die Mehrheit der hier lebenden Muslime sind friedliche Menschen und respektieren das Grundgesetz. Aber es gibt eine starke Minderheit unter Muslimen, die versucht, eben diesen Islamrabatt in der Bildung, in der Gesetzgebung, in den Medien zu bekommen. Mhm. Und sie schaffen es manchmal auch, bestimmte Institutionen zumindest kurzfristig zu unterwandern. Was verstehen Sie denn unter einem Islamrabatt, wenn Sie es dann aus diesem Gerichtsurteil weiterfassen? Was heißt denn das? Es sind Menschen, die ihre religiöse Überzeugungen und ihre Scharia über das Gesetz sehen. Sie erkennen nicht den Menschen als souverän und nicht als der Gesetzgeber, sondern Gott ist der Souverän. Und Gott ist der Gesetzgeber und seine Gesetze müssen angewendet werden, jenseits von Zeit und Raum, auch in einer deutschen Gesellschaft. Und sie versuchen das durch Islamverbände, durch salafistische Vereinigungen, versuchen das auch in die Familien hineinzubringen, Muslime zu bevormunden und im Namen aller Muslime zu sprechen. Und da eben etwas einzufordern vom Staat. Frau Kador, Sie wollten gerade was sagen. Ich denke, dass ein Richter die Sozialisation eines Täters, wo auch immer der herstammt, würdigt, ist ja nichts, was wir nicht kennen in unserem Rechtsstaat. Das ist sogar eine Errungenschaft des Rechtsstaates, dass man soziale Hintergründe mit einbezieht. Ich würde auch hier einen Unterschied machen zwischen Religion und Tradition. Also wenn dieser Mann afghanischstämmig war und es seitens seines Elternhauses bestimmte Wertvorstellungen gab, die man nicht unbedingt an den Islam knüpfen kann, ja, das möchte ich hier deutlich sagen. Es gibt dann doch noch einen Unterschied zwischen Traditionen, afghanischen, syrischen, türkischen Traditionen oder auch deutschen und einer Religion oder religiösen Vorstellung. Da muss ein Richter diese kulturellen Dinge, die Teil der Sozialisation dieses Täters war, doch irgendwie würdigen. Irgendwie. Ich bin keine Richterin, ich kann nicht sagen, ob das jetzt alles gerechtfertigt war oder nicht. Deshalb von Islamrabatt zu sprechen, ist aus meiner Sicht natürlich total überzogen. Das war ja auch überhaupt nicht der Wortlaut des Richters. Ja, überhaupt nicht. Der fühlte sich ja völlig missverstanden. Nein, aber hat religiöse. Was gibt es dazu? Naja, ob die Sozialisation in dem Fall ein Motiv oder zumindest ein Grund hergibt, diese Tat gemacht zu haben. Und das muss ein Richter, wenn es überhaupt der Grund war, irgendwie sehen und dann vielleicht auch würdigen, was nicht heißt, dass er strafmildernd ist. In den meisten Prozessen von Ehrenmorden ist es ja so, dass die Täter härter bestraft werden, sobald es klar ist, dass die eben aus kulturellen oder gar vielleicht auch möglicherweise falsch verstandenen religiösen Gründen gehandelt haben. Dann werden die in der Regel härter dafür bestraft, sobald ein Richter eben das auch würdigt. Mhm. Es ist ja nicht so, dass die ganzen Ehrenmörder oder die Fälle, in denen Ehrenmorde begangen worden ist, eher besser, also islamrabattiert worden sind. Ganz im Gegenteil, es gibt eine Studie dazu, die belegt, dass sie eher schlechter wegkommen als besser. Sie verstehen es nicht ganz? Nein, ich verstehe diese klare Trennung auch Religion und Tradition, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Da sind wir mitten in der Debatte schon wieder. Ja. Die Religion ist die größte geistige Kraft und auch intellektuelle Kraft in der islamischen Welt, auch unter muslimischen Einwanderern. Und das von der Kultur abzutrennen, ist eine Verharmlosung des Phänomens. Religion beeinflusst auch die Kultur und die Tradition und kann man nicht einen Persilschein geben. Was hätten Sie gesagt, Herr Dabach? Ist das ein gutes Urteil? Nein. Die Sache ist so, ich bin kein Richter, aber lassen wir uns einen Konsens herstellen, dass jeder, der Mord begeht, diese Person ist ein Straftäter. Diese Person hat eine Sache, die nicht richtig ist, religiös und traditionell auch. Aber wir sollen nicht vergessen, dass in bestimmten christlichen Dörfern oder christlichen Familien, auch in den muslimischen Ländern, wo sie leben, es gibt sowas. Das wird auch in Ägypten gibt sowas, dass das manche zum Beispiel töten, weil
weil die Frau zum Beispiel den Islam annimmt oder weil die Frau, die Christin ist eigentlich, sie heiratet einen Muslim. Ich will nur etwas sagen. Der Konsens für Deutschland würde mich eher interessieren jetzt als die Situation. Der Konsens von Deutschland ist, jeder, der mordet, Mord ist keine Ehre und derjenige, der mordet, muss das Gericht entscheiden, wie die Sache ist und wir sind keine Richter. Und zwar ohne Blick auf kulturelle und religiöse Zwangslagen, so wie es die Richter getan haben. Das entscheidet ein Gericht. Das können wir nicht entscheiden. Aber ich denke, dass man von Islam Rabat spricht, da könnte man auch was anderes in anderen Fällen reden, dass man sagt, ja, da ist durch die Hetze gegen den Islam, da bekommt man eine, zum Beispiel eine Strafe, die mehr ist als normal bei vielen Muslimen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn eine Frau geht zum Gericht und sagt, ja, mein Mann, der Muslim ist, und die Frau zum Beispiel, sie ist keine Muslime, und sie sagt, ja, mein Mann will, dass meine Tochter Kopftuch trägt, dann bekommt der Vater sein Kind nicht mehr zu sehen. Und da gibt es nicht ein Fall und zwei und fünf und 50, sondern das haben wir jeden Tag damit zu tun. Gibt es das, Herr Bosbach, ein Islam-Malus? Gibt es ein Islam-Malus in diesem Land? Haben Sie das Gefühl, es gibt tatsächlich auch den umgekehrten Fall? Es gibt eine Studie, die besagt, es gibt keinen Rabatt, es gibt keinen Bonus, es gibt einen Malus. Die Autorin dieser Studie hat vor 4 Jahren an einer anderen Studie mitgearbeitet, herausgegeben vom Bundeskriminalamt. Da steht das Gegenteil drin. Vielleicht bekommen wir in 3 Jahren wieder eine neue Studie. Ich nehme mal einen Fall, losgelöst von dem Wiesbadener Fall, der die Problematik deutlich macht. Vor einigen Jahren hatte das Amtsgericht Frankfurt einen Fall zu entscheiden. Das war ein marokkanischer Hintergrund, wo die Frau vor dem Trennungsjahr geschieden werden wollte. Warum? Weil sie von ihrem Ehemann geschlagen und bedroht wird. Das Gericht hat zwar der geschlagenen Ehefrau die Wohnung zugewiesen, aber einen Härtefall verneint unter Hinweis auf die andere kulturelle Prägung des Ehegatten, die nicht in Übereinstimmung stehen würde mit unserer Rechtsordnung. Zugegeben, die Richterin wurde wegen Befangenheit abgelehnt, aber alleine, dass eine Richterin in Deutschland sagt, wenn geschlagen, wenn bedroht wird, wenn es in Marokko anders ist als bei uns, da müssen wir hier darauf Rücksicht nehmen, sage ich, nein, in Deutschland gilt ausdrücklich, aber auch ausschließlich unsere Rechts- und Werteordnung. Frau Rados. Ist das nicht so etwas wie Rassismus zu sagen, der Marokkaner an sich schlägt nur mal seine Frau? Also ich sehe nicht darin, wo aber wenn es strafmildernd ist, könnte es ein Rabatt sein. Aber es geht ja auch der darum, Fall verneint worden. Das ist ja richtig in dem Fall, aber das ist ja auch gleichzeitig, wenn man es so deutet, wie Sie es gerade gedeutet haben. Ich habe das Urteil ein wenig anders in Erinnerung, weil da habe ich es nämlich auch relativ genau lesen können. Aber die Zusammenhänge waren nicht ganz so, wie Sie es gerade dargestellt haben. Es gibt nicht diesen kausalen Zusammenhang, wie Sie es beschrieben haben. Aber umgenommen der Frage, wenn das Urteil lautet, der Marokkaner schlägt nun mal seine Frau, also ist es okay, dann kann man zwar sagen, das ist mildernd für die eine einzelne Person, aber als Urteil über den Islam oder über die marokkanische Kultur sehe ich das nicht als Rabatt. Frau Rados, Sie kommen nicht nur in der islamischen Welt hier rum, Sie sind Österreicherin gebürtig, Sie leben aber auch in Paris, das heißt, Sie haben europäische Länder auch im Blick. Machen die sich auch so einen Kopf wie wir? Gibt es diese Art von besonderer Berücksichtigung auch der Herkunft von Migranten in erster, zweiter oder dritter Generation auch in anderen Ländern? Nun, es gibt vor allem dieselbe Debatte, die wir in Frankreich auch haben. Und ich glaube, dass hinter dieser Debatte auch ein bisschen die Verwirrung herrscht oder ein öffentliches Bild herrscht vom Islam, das zum Teil auch gerechtfertigt ist, glaube ich, vor allem in Ländern wie Afghanistan, dass dort den Frauen nicht Gerechtigkeit widerfahren wird. Also es gibt ja unzählige Fälle in Afghanistan, auch in Pakistan, wo dann der Ehemann, der seine Frau umgebracht hat oder seine Tochter bedroht hat oder was immer, freigeht, weil die Kultur eine so riesige Rolle spielt, dass sich die Familie dem überhaupt nicht entziehen kann. Und da gibt es eine Vermischung, da bin ich Ihrer Meinung, zwischen Kultur und Religion. Aber man muss das auch sprechen, was ist Kultur und was ist Religion. Mhm. Gerade bei Afghanistan hat das zum Teil sehr wenig mit der Religion zu tun, weil die Leute auch Analphabeten sind und überhaupt keine Ahnung haben vom Koran. Also das macht sich jeder seinen eigenen Koran. Das ist so eine Art Google-Koran, den sich heute jeder machen kann. Das ist sehr traditionell, die Gesellschaft. Und ich glaube, in unserem Bild der Europäer, der Franzosen, der Deutschen, sehen wir auch ständig diese Berichte aus der arabischen Welt. Eine Frau, die geschlagen wird, die umkommt, der Richter ist unwissend, er urteilt nach der Scharia. Daher kommt eine Riesenangst, dass diese Idee des Wertsystems aus dem Nahen Osten, das eindeutig ein anderes ist, bei uns importiert wird.
Die Frage ist, ob es Bereiche gibt in der deutschen Gesellschaft zum Beispiel, wo es das tatsächlich schon gibt. Also es gibt ja diese Berichte über Friedensrichter. Sie haben darüber mal geschrieben, die gibt es bei uns in der Gesellschaft. Sie richten außerhalb eben der Gesetzgebung. Für wie groß halten Sie das Problem? Ich halte das Problem immer für groß, wenn eine große Gruppe von Migranten unter sich bleibt, dann entstehen solche Parallelgesellschaften, dann entsteht auch automatisch Paralleljustiz. Mhm. Wenn die Gruppe sich und die eigene Religion und Kultur für überlegen hält und fühlt sich nicht verpflichtet, sich an die deutsche Rechtsordnung zu orientieren. Man misstraut auch diese deutsche Rechtsordnung und will selber diese Fälle regeln. Viele halten das für einen Weg in die Integration, dass sie solche Aufgaben selber übernehmen. Frieden gegen Frieden hat niemand was. Das klingt gut, aber ja. Aber in Wirklichkeit passiert das auf Kosten von Frauen. Weil diese Strukturen sind sehr religiös, aber auch sehr patriarchalisch. Und da kommen die Frauen nicht zu ihren Rechten und werden auch viele Fälle am Rechtssystem vorbei in Deutschland auch diskutiert. Und das verankert eigentlich die Parallelgesellschaften und vertieft die Kluft, die wir sowieso ohnehin haben zwischen beiden Gruppen. Herr Bosbach, ich muss Sie fragen, weil Sie eben auch im Innenausschuss den Überblick haben können. Es gibt Experten, die sagen, 90% der Straftaten oder eben auch solcher, die nach unserem Strafgesetzbuch geahndet werden müssen, kriegen wir überhaupt gar nicht mit, weil sie schon eben vor eigenen Friedensrichtern verhandelt werden. Sagen Sie bitte, dass das eine Übertreibung ist. Das mag eine Übertreibung sein, aber das Phänomen der sogenannten Friedensrichter in ethnisch geschlossenen Gesellschaften, in Parallelgesellschaften, ist viel weiter verbreitet, als wir es glauben oder vermutet. Da gibt es ein riesiges Dunkelfeld. Joachim Wagner hat ein ganz spannendes Buch darüber geschrieben. Da geht es ja nicht nur darum, dass vielleicht auch die Opfer auf ihrem Schadenersatzanspruch sitzen bleiben, ihn nicht auf rechtsstaatlichem Wege geltend machen. Dann geht es auch darum, dass der Strafanspruch der deutschen Justiz überhaupt nicht anerkannt wird. Und deswegen wäre es zum Beispiel eine probate Maßnahme, einmal gegen Friedensrichter zu ermitteln, wegen Strafvereitelung, weil sie ja die Täter der deutschen Strafjustiz entzogen haben. Mhm. Die höchste Aussagebereitschaft haben wir bei den Opfern immer noch, wenn sie noch unter Schmerzen leiden im Krankenhaus, wenn sie frisch verletzt sind. Aber dann brauchst du natürlich eine richterliche Einvernahme, um hinter dem Prozess führen zu können. Denn in vielen Fällen sind ja alle Beteiligten sich einig. Das ist ja das Problem für die deutsche Justiz. Mhm. Alle, Opfer, Täter, Familien, alle sind sich einig. Wir regeln das unter uns. Und das kann ein demokratischer Rechtsstaat nicht hinnehmen. Frau Rath, das ist natürlich davon abhängig, worum es geht. Ja. Wenn das jetzt ein kleiner Familienstreit ist, und man irgendwie 3 Jahre braucht, um den zu regeln, dann ist es ja in der arabischen Welt üblich, dass man das in der Familie regelt. Das muss nicht unbedingt ein Verbrechen sein. Es kommt darauf an, was ein Familienstreit ist und wo die Grenze zum Verbrechen ist. Aber bei kleinen Delikten und so weiter sehen wir ja auch, können Sachen auch außerhalb der Gerichte geregelt werden. Und ich glaube auch, man muss aufpassen, dass man nicht jedes einzelne Thema zu einer Riesennummer macht. Danke, dass Sie das sagen, weil es ist tatsächlich, Sie haben es ja gerade gesagt, es gibt eine Verwirrung, weil man gleicht die islamische Welt in den islamischen Ländern mit unserer ab und hat Angst vor einer Vermischung. Ich möchte mal an einem ganz krassen Beispiel machen, das Abdelsamad betrifft, Hamed Abdelsamad, nämlich eine Art von Todesurteil, eine islamische Fatwa, die ausgesprochen wurde und die ihn betrifft, obgleich er deutscher Staatsbürger ist. Er kommt aus einer streng religiösen Familie, war Muslimbruder, studierte dann in Deutschland und wurde ein scharfer Islamkritiker. Der Politikwissenschaftler Hamed Abdelsamad. Mit seiner These, der Islam trage faschistische Züge, erregte er großes Aufsehen. In seinem Geburtsland wurde er mit einer sogenannten Fatwa belegt, die ihm zum Tode verurteilt. Der Grund, er habe den Islam und den Propheten Mohammed beleidigt. Seitdem benötigt Hamed Abdelsamad auch in seiner Heimat Deutschland Polizeischutz. Doch er bleibt bei seiner Kritik. Wie hat sich Ihr Leben verändert? Was können Sie nicht mehr? Können Sie heute hier wegfahren mit der U-Bahn, mit der S-Bahn? Machen Sie das? Nein, mache ich nicht. Kann ich auch nicht. Die Struktur meines Tages hat sich vollkommen verändert. Ich kann nicht spontan irgendwas machen. Wenn Menschen mich zum Tode freigeben, dann kann das auch jeder Moslem oder radikaler Moslem,
das vollenden. Das haben auch die Gelehrten gesagt, das muss nicht der Staat vollstrecken, sondern jeder Moslem, der seinen Propheten liebt, sollte diese Tat vollenden, mich dafür bestrafen. Und deshalb ist es auch ein Riesenteil des Problems, dass wie im 21. Jahrhundert, dass ein Mensch getötet werden sollte wegen seiner Meinung. Wir haben in der Welt nur zwei Sorten von Autoren, die gefährlich leben. Autoren, die kritisch über die Mafia schreiben und Autoren, die kritisch über den Islam schreiben. Sonst kann man über alles in der Welt schreiben. Und wenn das kein Problem ist, auch ein Problem der Religion und der Kultur, dann weiß ich auch nicht, was für ein Problem wir haben. Wer genau hat denn eigentlich diese Fatwa ausgesprochen? Also wir haben gerade gesehen, das war ein ägyptischer Gelehrter im ägyptischen Fernsehen. Von wem geht die aus und für wen ist die bindend? Es soll eigentlich für alle Muslime bindend sein. Es waren drei Gelehrten. Einer ist Professor an Al-Azhar-Universität, die renommierte Al-Azhar-Universität. Einer ist Chef einer Terrororganisation, aber er war zu diesem Zeitpunkt auch Berater des Präsidenten Morsi. Der gestürzt worden ist. Und der dritte ist der große Scheich Abu Ishaq al-Huwaini, der in der Salafisten-Szene in Deutschland auch sehr bekannt ist, der nach Deutschland kommt und auch Mentor von vielen Salafisten in Deutschland. Sie haben Familie noch in Ägypten. Ihr Vater ist Imam. Redet er mit Ihnen noch über Religion? Das tut er. Und wir sind nicht einer Meinung. Klar, er ist konservativer Moslem. Aber wir halten das aus. Er versteht meine Kritik und er versteht, dass ich nicht versuche, die Religion an sich oder den Glauben an sich und nicht die Menschen an sich zu verunglimpfen, sondern ich spreche Probleme an, die jeder kennt. Und ich versuche, die Ursachen für diese Probleme klar zu benennen. Viele ducken sich davor und wollen diese Ursachen nicht nennen. Und ich sehe das in der Religion selbst. Alle versuchen, die Islam und Islamismus voneinander zu trennen. Und ich sage, es hat schon einen Zusammenhang. Und den muss man sehen, wenn man eine Lösung haben will. Es war ja so, Sie haben eben einen Vortrag gehalten in Kairo. Daraufhin diese Fernsehsendung, drei Gelehrten mit der Unterstützung eben des Mannes, den Sie gerade genannt haben, sprechen die Fatwa aus. Daraufhin erst publizieren Sie das Buch und widmen es Ihrer Mutter, die gesagt hat, bitte mach es nicht. Haben Sie Ihre Familie denn damit in Gefahr gebracht auch? Es war ein Riesenkonflikt. Also es ist nicht leicht. Also wenn eine Mutter bittet und sagt, tu das nicht, dann macht man das nicht ohne Weiteres. Aber ich hatte einen Konflikt, einen inneren Konflikt. Wenn ich das nicht tue, dann bin ich in dieser Logik verhaftet. Dann, welche Logik wäre das? Dass jemand seine Meinung nicht mehr äußern darf und dass die Terroristen oder Fundamentalisten gewinnen, indem sie jemanden einschüchtern. Mhm. Und wenn ich das zulasse, dann lösen wir das Problem nicht. Mhm. Im Gegenteil, dann haben sie einen Erfolg erzielt, dann werden sie gegen noch mildere Kritiker vorgehen, bis nur die Stimme des radikalen Islam herrscht. Und deshalb habe ich trotzdem auch das Buch gemacht, weil ich bin nach Deutschland gekommen, um in Freiheit zu leben, um meine Meinung frei zu äußern. Ja. Und sie verfolgen mir auch bis nach Deutschland und wollen mich zum Schweigen bringen. Diese Logik kann ich nicht akzeptieren. Herr Dabbagh, da müssen Sie uns helfen, weil das ist etwas, was man hierzulande wirklich nicht versteht. Todesurteile sind ohnehin in unseren Zivilisationen zumeist, mit Ausnahme von Amerika, manchen Staaten dort, verpönt. Aber dass man zum Tode bestrafe für etwas, was man denkt, nicht was man tut, das kann man nicht verstehen. Würden Sie sagen, das ist falsch? Entschuldigen Sie bitte. Ich möchte nur über diese Friedensrichter erstmal nur zwei Worte verlieren. Wir sind einen Schritt weiter, nein. Wenn Sie so nett wären und Entschuldigung, jetzt über die Fatwa sprechen würden. Wenn wir hier über ein Thema sprechen, dann lassen wir das nicht im Raum. Ich möchte über diese Friedensrichter, weil gesagt worden ist, dass diese Friedensrichter, dass sie auf religiöser Basis, und die sind sehr religiös. Und man sieht, dass diese Friedensrichter, die heute in Deutschland sozusagen tätig sind, die sind von Familien, die sehr weit vom Islam sind. Und viele von ihnen praktizieren nicht den Islam. Das hat mit dem Islam an sich selbst nichts zu tun. So, jetzt dieses Thema abgeschlossen. Dem anderen Thema. Bitte. Zu der anderen Frage. Ist das richtig, zwar, jemanden zum Tode zu verurteilen, weil er etwas denkt und sagt? Ich kenne nicht alles, was er gesagt hat, was er gemacht hat. Aber wenn er den Islam beschimpft hat, wenn er, sage ich jetzt, den Koran
kritisiert hat. Und wenn er sich selber von Himmel abgeschieden hat, dann sollte er auch erwarten, dass einige Leute in Ägypten, weil die Gesetze in Ägypten anders sind als in Deutschland, dass sie sowas sagen. Aber ich sage ihm hier in Deutschland, keiner wird ihm tun. Und wenn auch jemand Fatwa gegeben hat, der sitzt neben mir, ich bin ein Moslem hier und ihm wurde nicht passiert. Und er war gerade auch in Ägypten und keiner hat ihm was gemacht. Wie stehen Sie zu Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini? Der das gesagt hat. Lassen Sie mich ausreden. Ihre Meinung dazu. Lassen Sie mich ausreden. Sie vergöttern ihn. Ich vergöttere niemanden. Allah ist mein Gott, nur Allah und keinen anderen. Aber Sie verallgemeinern die ganze Zeit, Sie machen Vorwürfe. Sie haben gesagt, wenn man den Islam kritisiert, dann hat man Probleme. Die Mafia und den Islam. Ich sage Ihnen, können Sie die Züge im Alten Testament und im Neuen Testament lesen? Können Sie das kritisieren? Können Sie die israelische Armee kritisieren? Können Sie die anderen machen? Ja. Das können Sie, das machen Sie nicht, weil Sie wissen, Sie werden große Probleme bekommen. Aber Sie reiten auf eine Welle. Sie reiten auf eine Welle. Das heißt heute, wenn man den Islam kritisiert, weil die Leute das wollen auch, und gib mal den Leuten was sie lesen wollen. Wir haben kein Problem, dass man uns kritisiert. Wir haben kein Problem, dass man auch kritische Punkte hat. Aber wenn man sich vom Himmel abgeschieden hat, dann muss man damit rechnen, dass man sterben muss, nein, oder? Nein, nicht so. Sondern die Sache ist so, Sie sind in Deutschland, Sie leben ganz normal hier. Und die Sache ist so, wir leben alle ganz normal. Und denken Sie, dass wir Muslime keine Probleme haben? Das interessiert mich nicht jetzt. Mich interessiert ein Punkt, der wirklich... mich interessiert ein Punkt, der wesentlich ist. Also die Unterscheidung zwischen Ägypten und Deutschland ist zwar legitim und trotzdem würde ich gerne wissen, ob Sie es legitim finden, dass jemand, der nur etwas denkt und sagt, dafür auch in einem solchen Land mit dem Tode bedroht wird. Ich meine, weil Sie sagen, das Christentum oder die Bibel könnte man nicht kritisieren. Es ist sehr, sehr, sehr lange her, dass man damit mit dem Tode bestraft wurde. Die Sache ist so, es gibt in bestimmten Ländern andere Gesetze und diese Gesetze hier in Deutschland... Ich frage, ob Sie es gut finden. Nein, ich habe Sie gefragt, ob Sie das gut finden, Ich finde das nicht gut von beiden Seiten. Das wird eine Seite, dass man gegen die anderen hetzt und eine Seite, die reagiert auf diese Hetze. Beide sind falsch. Das bedeutet, ich würde sagen, lieber, dass man, wenn man kritisch ist und wenn man Wissenschaftler ist, dass man Pro und Contra zeigt und nicht nur Contra. So, jetzt Herr Nuripur hat sich gemeldet und Frau Rados, Herr Nuripur zuerst, alle dann. Ich bin selbst Moslem. Ich kenne auch die Situation, in der Sie sind. Ich war selber schon mal Schutzperson, weil ich bedroht war von verschiedenen Seiten. Man hatte auch Personenschutz, habe darüber nicht viel geredet, weil es zu der Zeit auch wirklich aus Sicherheitsgründen nicht notwendig war. Wenn ich Ihre Thesen höre und teilweise lese, dann verletzt das meine religiösen Gefühle. Erstens. Zweitens aber gilt es immer noch, was Voltaire gesagt hat, ich bin überhaupt nicht Ihrer Meinung, aber ich würde dafür sterben, dass Sie das sagen dürfen. Und das ist der Kern, worüber wir hier reden müssen. Es gibt einen Bereich von Extremismus, auch im Islam und auch in anderen Teilen, und die finden auch unheimlich schnell zusammen. Das ist ja das Bizarre. Also es gibt ja relativ viele gemeinsame Feindbilder von Nazis und radikalen Islamisten. Und deshalb ist doch die Frage, wie man eine Brücke bauen kann zwischen den Demokraten, und zwar vollkommen unabhängig davon, ob sie Muslime sind oder nicht. Und weil die Front läuft ja nicht zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen, sondern die Front verläuft doch zwischen Demokraten und den Feinden der Demokratie. Und da müssen wir doch zusammenfinden. Frau Rados wollte was sagen. Also ich finde es schon sehr bedenklich, dass Sie hier nicht ganz deutlich aussprechen, dass Sie gegen so eine Fatwa sind. Und ich glaube, das muss in Deutschland möglich sein, dass jeder dafür eintritt, ob er jetzt Muslim ist oder nicht. Dass also jemand wegen seiner Gedanken verurteilt wird. Und was Sie auch hier machen, glaube ich, oder was mir auffällt, ist, dass diese Nahost-Diskussion, diese arabische Diskussion jetzt hier stattfindet. Und ich glaube, das sollte nicht so sein. Mhm. Und diese Debatte, ob jetzt der Islam kritisiert werden kann, ist eine andere in Deutschland als in Ägypten. Es ist tatsächlich so, dass man in Ägypten sehr wenige Leute findet, die wie Sie das aussprechen, was doch sehr viele glauben. Ich hatte also mit einer Bauchtänzerin sehr lange... In Deutschland. Das ist egal, aber ich glaube, Sie machen jetzt den Vergleich und dann springen Sie raus. Zweideutigkeit, dass in Deutschland eben nichts geschehen kann, finde ich doch etwas zweifelhaft. Aber lassen Sie mich mal... Deutschland den Islam verlassen und keiner hat Ihnen bis heute was gemacht? Das ist ja gut so. Ja, das ist ja gut so.
Aber es gibt Christen, die in Ägypten zum Beispiel Muslime geworden sind und die wurden getötet. Das ist richtig, aber wir sprechen ja jetzt auch über die ägyptische und die deutsche Situation sind eine andere. Wir sprechen über Deutschland. Und in der ägyptischen Situation, lassen Sie mich das nur ausführen, in der ägyptischen Situation ist es tatsächlich so, dass durch diese zunehmende Islamisierung in den letzten Jahren, wobei ich glaube, dass das ein Islam ist, der überhaupt kein Zentralkomitee hat. Jeder macht und sagt, was er will. Die Frage ist eben, ist das vielleicht sogar gefährlicher, als jemanden wie die Al-Azhar-Moschee zu haben, die bestimmt, wo es lang geht, oder eben einen schiitischen Staat. Jeder macht, was er will. Das führt aber auch dazu, dass jeder einzelne Prediger Fatwas aussprechen kann, Rechtssprüche. Und das führt auch dazu, dass die Leute zunehmend Angst haben, überhaupt dieses Thema Islam anzupacken. Die Bauchtänzerin zum Beispiel, die eine sehr freizügige Frau ist. Kommen wir gleich, wir haben auch noch Bilder von den beiden Schwestern. Wagt es nicht zu sagen, dass sie eigentlich nicht religiös ist. Das Interessante ist doch, diese Kritik, die Sie gebracht haben, ist ja eine ganz harte. Sie haben ja gesagt, der Islam hat faschistoide Züge. Und jetzt sagen Sie, na klar, dass ich jetzt dafür zum Tode verurteilt werde, zeigt ja nur, dass ich recht habe. Aber Sie müssen bitte erklären, wo ist das Faschistische im Islam? Ist das der Islam oder die radikalen Islamisten? Ausgangspunkt der These war ein Vergleich zwischen den islamistischen Bewegungen und den faschistischen Bewegungen. Beide sind eigentlich in den 20er Jahren aus dem gleichen Geist entstanden. Ja. Zwischen den beiden Kriegen. Zwischen den beiden Kriegen, das war Weltgeist. Faschismus, Italien, Anfang des letzten Jahrhunderts. Genau, und Deutschland. Die Begründer der islamistischen Bewegung in Ägypten und in Indien waren begeisterte Bewunderer von Hitler und Mussolini, hatten sie auch alles Vorbilder gesehen. Sie hatten auch Terrormilizen in Ägypten nach dem Modell von SA und SS gegründet und lehnten die Demokratie ab und haben die Gesellschaft eingeschüchtert. Aber wo sind heute die Parallelen? Ich versuche auf drei Ebenen die Parallelen zu suchen. Die Ideologie, die in Gewalt mündet, die Gewalt verherrlicht. Mhm. Die Ideologie, die die Welt in Gut und Böse aufteilt. Die Ideologie, die von der eigenen Gruppe, von der Überlegenheit, von der Auserwähltheit der eigenen Gruppe ausgeht und auf die anderen herabblickt und auch die Vernichtung der Feinde in Kauf nimmt. Die Ideologie, die die eigenen Anhänger mit Hass und Ressentiment vergiftet, die Ideologie, die sehr antisemitisch ist, beide. Und natürlich, wenn wir die Organisationsstrukturen nehmen, der Führer, der charismatische Führer, der Zugang zu einer absoluten Wahrheit hat, der nicht in Frage gestellt werden darf, die Hierarchien, das ist dasselbe. Wenn wir die Ziele betrachten, was beide wollen, ist es, die Gesellschaft einzuschüchtern, die Gesellschaft zu uniformieren und in einem weiteren Schritt die Welt zu beherrschen. Das verbindet Islamismus und Faschismus. Jetzt sagen Sie aber Islamismus, das heißt also nicht die Religion ist das Problem, sondern das, was politische Kräfte daraus machen. Kann man sich darauf einigen? Es ist auch die Religion, die diese faschistoide Züge hat, die in Islamismus mündet. Ohne Feuer gibt es ja keinen Rauch. Und der Islam, die Diskussion, lassen Sie mich ausreden. Ja. Es waren nicht die modernen Islamisten, die damit angefangen haben, die Welt in Gläubige und Ungläubige, in Gut und Böse aufzuteilen. Es waren nicht die modernen Islamisten, die das Dschihad-Prinzip erfunden haben. Dschihad nicht als ein Mittel, um irgendein Ziel zu erreichen, sondern als einen Dienst an Gott, als eine Dauerbeschäftigung. Ja. Der Kampf wird so mystifiziert, die Kultur des Todes, des Martyriums im Islam selbst, so dass der Kampf, dass man nicht kämpft, um zu leben, sondern man lebt, um zu kämpfen, das findet sich wieder in den faschistischen Bewegungen. Das gibt es im Islam die Islamisten beziehen ihre Legitimation direkt aus dem Koran und aus dem Islam selbst. Natürlich gibt es andere Muslime, die andere Passagen aus dem Koran herausnehmen können und für sich etwas Positives oder was anderes, aber das bedeutet nicht, dass Islamismus und Islam miteinander nichts zu tun haben. Ich bin der Meinung, wer tatsächlich das Problem heilen will oder die Krankheit heilen will, muss die wahren Gründe und die Wurzeln auch anpacken und nicht relativieren. In der Religion. Sie kommen in diesem Buch vor, Sie werden genannt als ein Beispiel eben eines liberalen Islam. Sind Sie denn mit dem einverstanden, was Herr Abdel Samad über
Ihre Religion auch sagt. Also vielleicht erstmal die Frage, wir sprachen ja gerade davon, dass religiöse Gefühle verletzt werden können. Oder? Ja. Genau. Ich würde mich auch als gläubige Muslimin bezeichnen, liberale Ausprägung. Es gab eine Stelle im Buch, wo ich auch gedacht habe, jetzt, das finde ich nicht mehr. Ne? Gut, da können wir gerne drüber reden, welche Stelle das war. Ich glaube allerdings, warum es so wehtut, hängt ja auch damit zusammen, dass du natürlich irgendetwas angesprochen hast, was man Wahrheit nennen kann. Allerdings empfinde ich das, natürlich kennt der Islam Gewalt. Man wäre ehrlich gesagt sehr naiv, das zu verneinen. Der Islam kennt Gewalt von Anfang an. Allerdings ist der Islam auch die einzige Religion, die Gewalt so weit kanalisiert und so weit reglementiert hat von vornherein, wie man einen Dschihad zu führen hat. Da hast du ohne Ende, das weißt du vielleicht selber, da hast du ohne Ende Regeln, ohne Ende Vorschriften. Man kann nicht einfach wahllos Leute töten. Da gibt es also Reglementierung. Aus meiner Sicht kennt der Islam Gewalt, die er aber ganz stark kanalisierte. Wie Gewalt, wann Gewalt, unter welchen Voraussetzungen angewendet werden dürfen. Was Islamisten heute machen, ist genau das aus- oder rauszulösen, ja. Zu sagen, wir schmeißen das alles über Bord. Das, genau diese Sachen, diese theologischen Dinge interessieren uns gar nicht mehr. Sondern wir basteln uns den eigenen Rechtfertigungshintergrund. Ganz genau. Und das halte ich natürlich für schwierig. Das heißt, das, was er schildert, wie Islamisten vorgehen, ist richtig. Das ist natürlich nicht falsch, was er sagt. Ja. Aber das zurückzuführen auf einen Glauben, der natürlich kennt der Koran nochmal Gewalt, aber das ist nichts Islam-typisches. Das ist etwas, was sich in jeder heiligen Schrift zu der Zeit irgendwie niederfindet. Müsste der Chris Bosbach vielleicht was dazu sagen? Ich habe da mal eine Frage. Ich weiß nicht genau, wie Sie es gemeint haben, aber bei dem Satz, der Islam reglementiert die Gewalt, kanalisiert die Gewalt, werde ich ganz unruhig. Denn es ist eine zivilisatorische Errungenschaft, dass es in der Bundesrepublik Deutschland der Staat das Gewaltmonopol hat und nicht die Private untereinander Gewalt ausüben dürfen. Wer seine Rechte durchsetzen will, muss es auf dem rechtsstaatlich dafür vorgesehenen Wege tun. Da sind wir uns doch hundertprozentig einig. Und ja, aber das ist ja der Kern der Kritik. Wenn Religion eben nicht nur religiös als Privatsache betrachtet wird, sondern als politische. Genau das ist der Unterschied. Ist es meine ganz persönliche, private, religiöse Überzeugung oder leite ich aus meinem Glauben auch die Grundsätze für Staat und Gesellschaft ab. Wer natürlich sagt, das Gesetz ergibt sich aus den Worten und Taten des Propheten, der lehnt natürlich jede demokratische Ordnung ab, denn bei uns ist der demokratische Gesetzgeber dazu aufgerufen, die Regeln des zwischenmenschlichen Beisammenseins zu regeln. Aber genau das ist der Unterschied zwischen Islam und Islamismus. Also Religion ist das eine, Islamismus ist das politische. Frau Rados, sagen Sie. Ich habe etwas Probleme mit dem Ausdruck Faschismus. Erstens glaube ich, dass das ein Ausdruck ist, mit dem man im Nahen Osten jeden bezeichnen kann. Wir könnten natürlich auch General oder Feldmarschall Sisi in Ägypten und Assad als Faschisten bezeichnen. Unreligiöse Kräfte, die antireligiös sind und sehr viel Übel im Nahen Osten anrichten. Das heißt, dieser Ausdruck Faschismus, den kann man eigentlich bei so vielen Leuten anwenden. Und außerdem glaube ich, in der europäischen Debatte ein bisschen, ist er doch sehr an einen Staat gebunden. Starker Staat, Führung, etc., etc. Ich sehe im Nahen Osten Dschihadisten, vereinzelte Gruppen, gefährliche Gruppen. Da stimme ich Ihnen völlig überein. Aber ich sehe kein muslimisches Heer, das auf Europa zumarschiert. Und ich glaube, mit diesem Ausdruck Faschismus suggerieren Sie im Gedächtnis der Europäer die Übernahme eines Staates durch eine kleine Minderheit. Ja, ich glaube, das Ideologie sehen Sie vielleicht so. Das sehen Sie vielleicht so, aber ich glaube nicht, dass das den Realitäten in Europa oder auch den Realitäten im Nahen Osten entspricht, sondern vielmehr ist es so, dass Sie dort zwei große Gruppen haben. Die einen sind die muslimischen, die islamischen, und die anderen sind die anti-islamischen. Und die sind in einem Kampf miteinander. Wir haben keine anti-islamischen Gruppen dort. Die Tatsache, dass Sie gegen Muslimbruder sind, macht Sie nicht anti-islamisch. Und also ich bitte Sie, den islamischen Faschismus haben wir nicht nur unter kleinen Splittergruppen von Dschihadisten down an. Wir haben auch den islamischen Faschismus als Staatsdoktrin in einem Land wie Iran. Sie machen das Gleiche. Sie haben daraus einen Staat, genauso nach dem Modell wie auch bei Deutschland. Er benutzt die gleiche Theorie und die gleiche Argumentation wie die anderen. Der sagt, der Islam wäre Faschismus. Wo ist Faschismus, wenn die Muslime die Juden aufgenommen haben, die Christen aufgenommen haben, die Juden, die Christen leben bis heute
Sunniten unter Muslimen. Sie haben ihre Rechte. Wo leben Juden unter Muslimen? Sie leben Juden bei uns in Syrien. Sie leben in Marokko. Mhm. Sie leben überall. Und sie sind unsere Nachbarn. Es gab in Ägypten 150 Juden. Ich habe Sie nicht unterbrochen, Entschuldigung. Ja, ich korrigiere nur die Zahlen. Nein, korrigieren. Vieles, was Sie sagen, muss korrigiert werden, weil Sie nur auf eine Welle reiten, damit Sie, sage ich jetzt, damit Sie etwas gewinnen. Auf jeden Fall, die Sache ist so, wenn Islam Faschismus wäre, das geht nicht um Islamismus, ja. Auf keinen Fall. Sowieso, wenn der Islam Faschismus wäre, dann sollte man uns Belege dafür bringen. Aber ja. wir wissen, dass unser Prophet sagte, der Islam bedeutet, dass der Muslim ist derjenige, der die Menschen von seiner Zunge und von seiner Hand verschont bleiben. Der Mu'min, der gläubige Muslim, ist derjenige, die Leute vertrauen ihm bezüglich ihres Leib und Leben. Und deshalb bitte, das ist überhaupt nicht Faschismustheorie. Das sollte man nicht übertreiben. Vielleicht hilft es uns aber doch nochmal nachzufragen. Also wir können tatsächlich heute die Probleme in den Ländern nicht im Gemeinsamen betrachten, aber mich würde interessieren in Deutschland. Tatsächlich, haben Sie das Gefühl, dass wir hier bedroht sind von irgendeiner Art von politischem Islam, von Islamismus, von Salafismus, also einer sehr streng gläubigen und nach den altvorderen gerichteten Art, den Islam zu leben? Ist das eine Bedrohung für uns in Deutschland? Selbstverständlich. Warum? Ist es eine Bedrohung nicht nur für Deutschland, sondern für die gesamte Welt. Wo sehen Sie das hier? Wir leben weltweit, wir haben Ungleichzeitigkeiten, Asymmetrie zwischen der islamischen Welt und dem Westen auf mehreren Ebenen. Ja. Das, was eigentlich in den 20er Jahren Italien und Deutschland von der Welt abgetrennt hat, dass die Realität der Länder sich nicht gleich ist mit den Ansprüchen der Welt, mit der Realität der Welt. Jetzt ist die islamische Welt, hat andere Ansprüche, hat andere Weltbilder und Gesellschaftsbilder. Ja, ich komme zu Deutschland. Wird das natürlich in Deutschland gepredigt? Natürlich. Natürlich. Also wir tun so, als hätten die Muslime, die hier leben, nichts mit der islamischen Welt zu tun. Woher kommt die Theologie? Woher kommen die Ideologien? Werden in Deutschland selber islamische Ideologien neu entwickelt? Wir sind gerade ganz am Anfang. Oder kommt das aus Ägypten, Saudi-Arabien und der Türkei? Wer predigt in der Moschee? Was wird in den Moscheen gepredigt? Das sind alles Gedanken, Ideologien, die aus den arabischen Ländern und aus der Türkei kommen und schaffen eine Kluft zwischen den hier lebenden Muslimen und der deutschen Gesellschaft. Und dieser Kluft ist genau das, was eigentlich ein Geschäft ist für die Islamverbände, für die Salafisten. Sie leben von dieser Kluft. Zeigen Sie bei Salafisten auf Herrn Dabbagh. Ist Herr Dabbagh ein Salafist nach Ihrer Meinung? Nach meiner Meinung ist er ein Salafist. Was ist ein Salafist? Ein Salafist ist jemand, der versucht, die Gesetze des Islam oder nach dem Modell des Islam, nach der islamischen Gesellschaftsordnung zu leben, jenseits von Zeit und Raum. Also das über heißt, die Gesetze auch Deutschland setzt. Egal wo er lebt, egal wann er lebt, dann will er genauso leben wie im 7. Jahrhundert, ohne Rücksicht auf Gesetze oder weltliche Gesetze. Herr Dabbagh, Sie haben da Sie von Gefahren gesprochen. Ich wollte gerne wissen, ob er das auch so sieht. Darf ich das, Herr Dabbagh? Wir hatten die Diskussion beim letzten Mal. Und ich hatte Sie gefragt, sind Sie ein Salafist? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass Sie mir eine Antwort gegeben haben. Okay, ich habe Ihnen die Antwort gegeben. Sie haben gesagt, Sie sind ein Moslem. Ich habe Ihnen gesagt, ich bin ein Moslem. Und dieser Salafismus heute, diese Debatte, die ist von Geheimdiensten und Verfassungsschutz und sowas, damit sie nur eine Gefahr für Deutschland machen. Und viele Leute, wie Herr Abdussamad und andere, die reiten auf diese Welle. Also nur Sie sind kein Salafist? Nur einen Moment, einen Moment. Bitte. Wir möchten endlich einmal miteinander reden und nicht übereinander reden. Wir wollen endlich, die Geschichte schreibt diese Momente und eines Tages werden die Menschen davon erzählen. Wir wollen etwas, sage ich jetzt, Perspektives oder etwas Schönes machen. Ich möchte gerne eine Antwort machen. Auf meine Frage. Die Antwort ich auf kann Ihre nicht Frage. So gut predigen, aber der Herr nebenan. Der verallgemeinert, er macht Vorwürfe, er tut bestimmte Sachen, die unwahr sind. Und die Otto-Normalverbraucher, die wissen nicht, was los ist. Aber ich sage Ihnen nur etwas. Okay. Salafismus oder Salafia, das ist eine Orientierung in der Religion. In der Religion. Wie man betet, wie man fastet, wie man nach den besten Generationen lebt. Weil unser Prophet sagte, die Besten sind in meiner Generation Nächsten übernächsten. Das geht um Religion. Das heißt nicht, dass wir die Moderne ablehnen oder Kritik ablehnen oder Meinungsfreiheit ablehnen. Wir können miteinander diskutieren, aber in Augenhöhe.
Und wir wollen keine Doppelmoral. Ich kann nicht mit Ihnen auf Augenhöhe sprechen, wenn Sie die Welt in Gläubige und Ungläubige aufteilen. Das machen die Christen, das machen die. Nein, das, machen alle. Das macht kein Mensch außer Muslime heute auf der Welt. Sagen Sie nicht Muslime. Vorhin war die Sache Islamisten, jetzt Muslime auf einmal. Die Welt in Gläubige und Ungläubige aufzuteilen, ist der Beginn von Gewalt. Denn man entmenschlicht auch diese Menschen, weil es auch in der Religion drin Gläubige. Das ist doch nicht nur Muslime. Gläubige. Bei Juden, bei orthodoxen Juden. Ja, aber die Konsequenzen. Das haben Sie bei evangelikalen Christen. Nein, nein, nein. Die radikalen Juden. Was machen Sie? Zwei Punkte. Aber das gerade orthodoxe Strömungen. Eine Frage. Wenn ich ein Mensch wenn ein Islamist einen Menschen als ungläubig bezeichnet, dann sagt er, er ist schlimmer als ein Vieh, als ein Tier. Nicht ungläubig, ist was anderes als ungläubig. Bitte. Alle orthodoxe Strömung einer Religion, das ist nichts typisch islamisch-orthodoxes. Das tut der orthodoxe, Die Konsequenz ist, wenn man jemanden als ungläubig bezeichnet, dann rechtfertigt man auch Gewalt gegen diesen Ungläubigen. Ja, aber das tut alle, die das tun. Alle Menschen, die sagen, ich grenze mich von anderen ab und überhöhe mich über sie, weil ich was Besseres bin als jemand anderes. All die, da gebe ich dir recht, da haben wir ein Problem mit. Aber ich habe auch ein Problem damit, wenn das ein überzeugter, militanter Buddhist ist, der das sagt, oder ein militanter Christ ist, der das sagt, oder ein militanter Jude ist. Die linke Seite einmal durchatmen. Ich würde gerne wissen, dieser Vorwurf, dass tatsächlich jede Religion etwas Totalitäres hat und sich die eigenen Gläubigen über die der anderen stellt, ist das ein Einwand, den Sie gelten lassen? Das ist nicht nur der Islam, Herr Bosbach und Herr Lüttich. Wenn es so wäre, würde ich ihn gelten lassen. Ich sehe das aber in der Bundesrepublik Deutschland nicht. Ich persönlich käme niemals auf die Idee, Herrn Noripur als Ungläubigen zu bezeichnen. Ja, er ist ein Andersgläubiger. Weil ich ein Christ bin, er hat einen anderen Glauben, aber den gleichen Respekt für seine religiöse Überzeugung verdient. Und wenn ich jemanden zu einem Ungläubigen erkläre, sage ich ja nicht, er hat eine andere religiöse Überzeugung als ich, sondern er hat überhaupt keinen Glauben, weil es einen anderen Glauben als den Islam legitimerweise nicht geben darf oder nicht geben kann. Und das ist abzulehnen. Sehen Sie das genauso, Herr Noripur? Ich sehe das genauso. Und deshalb ist es ja richtig, dass Islamismus und der radikale Dschihadismus auch in Deutschland eine Bedrohung ist. Ich bin aus Frankfurt. Aus meiner Stadt sind zwei Kinder meiner Stadt sind in Syrien als Dschihadisten gestorben. Die haben da gekämpft. Anderer ist verhaftet worden, letzte Woche, wenn ich mich recht entsinne, unter dem Verdacht, dass er bei ISIS ist. ISIS ist die Organisation, von der die Al-Qaida sagt, die wäre so radikal. Also davon jenseits kommt nichts. Ich habe trotzdem mit diesem Faschismusbegriff ein Riesenproblem. Okay, dann sind wir weg von dem Faschismusbegriff. Was mich wirklich interessiert ist, wie kommen diese radikalen Strömungen nach Deutschland? Das heißt also, wer verbreitet sie? Sind das Prediger? Sind das holen sich die jungen Leute das nur aus dem Internet? Wie sehen Sie das? Das ist teilweise Internet, teilweise ist es natürlich auch sind es auch Prediger. Aber man muss auch mal feststellen, dass diese Prediger die Chance haben, auch Gehör zu finden, weil die Alternative fehlt. Und die Alternative kann nur sein, dass es einen Islamunterricht gibt, der an deutschen Universitäten auf Deutsch tatsächlich vorbereitet wird und auch unter staatlicher Aufsicht in unseren Schulen gegeben wird. Dann würde auch diese Alternative tatsächlich so da sein, dass die Islamisten, die da predigen, das gar nicht mehr können. Die haben nicht mehr diesen Freiraum. Frau Kador ist eine islamische, muslimische Religionslehrerin, nicht nur Wissenschaftlerin, sondern Lehrerin. Und dennoch, 5 ihrer ehemaligen Schüler sind ebenfalls in den Krieg gezogen nach Syrien, in die Heimat sozusagen ihrer Familie. Was sind das für junge Männer gewesen? Waren die schon streng gläubig oder gläubig, als sie bei Ihnen im Unterricht waren? Nein, ich würde sagen, sie haben alle ein ziemlich weltliches Leben geführt. Ja. Mehr als nur das. Also es waren, ich sag jetzt mal, normale junge Männer. Zwischen 18 und 25? Ja, also die waren alle nicht mehr in meinem Unterricht, auch länger schon nicht mehr im Unterricht sozusagen. Zwischen 18 und 25, ja, ist glaube ich das Alter. Und ich war logischerweise ziemlich erschüttert darüber. Jetzt haben Sie gerade angedeutet, selbst bei Ihnen, Frau Kador. Ja, also, weil Sie doch eben genau das machen, was Herr Nuri sagte. Aber Sie haben einen liberalen Ich verstehe, was Sie meinen. Aber Ihnen vermittelt als Religionslehrerin und trotzdem haben die sich radikalisiert. Ja, aber ganz ehrlich, was sollen denn 2 Stunden pro Woche ausrichten, um einer kommenden Radikalisierung oder während eines Radikalisierungsprozesses ernsthaft was auszurichten, wenn die eigenen Eltern, die engsten Menschen um diese Leute drumherum nicht mal was gemerkt haben? Was soll eine islamische Religionslehrerin denn da wirklich bewerkstelligen können? Ich kann natürlich nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, diesen Unterricht so auszulegen, dass die auch mal ihren Glauben oder auch ihre Motivation, wenn sie die dann aus dem Glauben gespeist haben, zu hinterfragen. Aber das hat scheinbar nicht geklappt. Wo vermuten Sie, ist der Same in deren Köpfe gekommen? Was glauben Sie? Ganz unterschiedlich. In dem Fall war es wirklich so, dass man einen Prediger hatte, der entsprechendes Gedankengut
das ideelle Gedankengut hatte. Ob er denen wirklich gesagt hat, geht nach Syrien, ist eine andere Frage, ja. Vielleicht hat er es gesagt, das ist aber nicht nachweisbar. Aber es gab also eine Person, die man dann aufsuchen konnte und die eben entsprechendes Gedankengut jedenfalls gesät hat. Dann kam dann aber auch bei vielen anderen Jugendlichen dazu, dass man entsprechende Videos sich inzwischen anschauen kann. Die schlimmsten, grausamsten Videos, die man überhaupt weltweit sehen kann. Aber eben, wenn sie schlimm und grausam sind, wo ist die Attraktivität? Ja, ich glaube, Sie dürfen das nicht getrennt voneinander sehen. Das ist schon ein Prozess, der sich aus mehreren Bausteinen betrifft. Das sind Jugendliche, die haben keine Perspektive. Mhm. Die heißen zum Beispiel Murat oder Mohammed oder wie auch immer, kriegen zum Teil keine Ausbildungsplätze, sind mehrfach auch vorbestraft. Ich will das gar nicht bagatellisieren. Die sind an ihrem Schicksal natürlich auch Teil schuld daran, dass es eben so mies ist, wie es ist. Und sie finden, und ich glaube, das ist das Schlimmste, während ihrer Pubertät, wenn sie in der Identitätsfindung sind, wie wir alle Menschen eben sind in dieser Zeit, eben keine Lösung. Sie bekommen keine Antworten. In der Türkei, möglicherweise sind sie keine Türken, in Deutschland sind sie irgendwie nicht deutsch. Ja. Und da gibt es diese Identitätslücke. Und wenn sie eben frustriert genug sind durch vielleicht auch Diskriminierungserfahrung und jemand kommt und sagt ihnen, aber ich kann dir sagen, wie du eine gute oder eine vernünftige Identität bekommen kannst durch den Islam, indem du dieses und jenes tust, also zum Beispiel fünfmal beten oder, ne, das haben die Eltern nicht mal als merkwürdig empfunden, dass plötzlich ihre jungen Männer anfingen zu beten und gläubige Muslime waren. Sie haben ja einen interessanten Satz gesagt. Sie haben gesagt, also früher wurde man Punk, heute wird man eben Salafist, weil es das größtmögliche auch Rebellionspotenzial hat. So einfach ist es? Nein. Es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Aber ich höre auch ein bisschen mehr Rechtfertigung als wirklich Erklärung des Phänomens. Denn es werden nicht nur junge Muslime in diesem Land manchmal diskriminiert. Es gibt auch junge Afrikaner, es gibt auch junge Vietnamesen, die auch diesen Erfahrungen ausgesetzt sind. Warum hören wir von keinen diesen Afrikaner oder Vietnamesen oder Asiaten, dass sie sich in der Luft jagen, dass sie in den Bürgerkriegen ihren Heimatländern weil der Potenzial und die Ideologie da ist. Die Ideologie des Martyriums, eine schnelle Dusche, gesellschaftliche und religiöse Dusche, das bietet auch der Islam. Wenn der Salafist kommt und den Menschen ein kurzfristiges Projekt anbietet, du gehst nach Syrien und du kämpfst für die Sache Gottes, wenn du im Kampf, wenn du gewinnst gegen die Ungläubigen, dann hast du politische Macht. Und wenn du fällst, dann bist du Märtyrer. Das hatten die Islamisten nicht erfunden. Das gibt es in der Religion selbst. Und es gibt radikale Leute. Entweder, es ist der gleiche Prozess. Das kann ja sein, aber es ist eine heutige Form davon, mit der wir uns auch noch mal bestimmen. Herr Dabak, also doch der Vergleich zwischen verschiedenen Religionen. Aber bei den Islamisten, nicht mit dem Islam. Was die Struktur betrifft, was die strukturelle Vorgehensweise ist, der Faschismus und der Islamismus sehr parallel. Eigentlich seid ihr miteinander befreundet heute. Was die Struktur betrifft. Das ist der Punkt. Der Islam an sich ist es nicht. Ich habe zwei Probleme damit. Problem eins ist, die Hauptantwort, die islamische Welt die Jahrhunderte lang gegeben hat auf die Radikalen, war die Vielfalt. Vielfalt zulassen, verschiedene Interpretationen des Korans erlauben. Jetzt kommen Leute, die sagen, nein, nur meine ist richtig, alle anderen gehören getötet. Und sie geben diesen Leuten eigentlich indirekt Recht, weil sie sagen, das, was die sagen, das ist der Islam. Das ist mein erstes Problem. Und das zweite ist, stellen Sie sich vor, Sie haben Recht, der Islam an sich ist faschistoid. Was machen wir denn mit den 1,5 Milliarden Menschen? Jetzt sagen wir denen jetzt, Pech ist vorbei. Was machen wir mit der Integration in Deutschland? Wir eindeutig die politisch-juristische Seite des Islam neutralisieren und nicht liberale Muslime wie Sie beiden einfach eine Hintertür für Islamisten öffnen, indem sie immer sagen, Islam und Demokratie sind miteinander vereinbar. Wir sind miteinander vereinbar. Sie sind nicht vereinbar. Jetzt sind wir an einem sehr interessanten Punkt. Wenn man die Hierarchie sieht, wenn man die göttlichen Gesetze, absolute Wahrheiten, das hat mit Demokratie nichts zu tun. Genau das, was Christen auch durchmachen mussten. Sagen wir einfach, die politisch-juristische Seite des Islam neutralisieren, lehnen wir ab. Wir versuchen diese Verse historisch-kritisch oder historisierend kontextualisieren. Frau Kadol, tun Sie mir einen Gefallen, ich würde gerne genau an diesem Punkt nochmal ansetzen, da waren wir gerade, nämlich die Frage, der Islam, sagen Sie ja, wenn er politisch wird, ist er eine Gefahr, weil er dann bestimmte Ziele eben hat. So, Herr Dabak, wenn jetzt zu Ihnen, Sie sind ja auch gebürtiger Syrer, ein junger Mann kommt in die Moschee nach Leipzig und sagt, ich möchte nach Syrien in den Krieg ziehen, was sagen Sie ihm? Die Frage erstmal, der wird mir das nicht stellen, aber trotzdem. Warum nicht? Syrien braucht heute keine Leute, sondern Syrien braucht Hilfe, braucht Milch. Die Bevölkerung, 150.000 wurden getötet, das sollte uns interessieren. Die Weltmächte, die gucken zu, während dieser Diktator, diesen Tarut, diesen Al-Assad, sieht der Verbrecher, der tötet sein Volk mit chemischen Waffen, der beschießt alles. Und anstatt, dass der Westen oder die großen Mächte eingreifen, nein, was tun
gucken sie. Sie gucken zu, während er chemische Waffen benutzt. Das sagen Sie den jungen Männern. Und dann würden Sie aber dann auch verstehen, wenn Sie da hingehen, oder? Dann sage ich den jungen Männern, ich sage Ihnen, wir haben nichts zu verbergen, Frau Maischberger. Aber ich wollte auch Ich sage ihm, das ist im Internet, Sie können das hören, was ich den Jugendlichen sage und was ich empfohlen habe. Syrien braucht keine Leute, sondern Syrien braucht Hilfe und Unterstützung. Zweitens, bitte. Das Thema, schauen Sie mal, das Thema ist Islam. Und ich fühle mich in dieser Runde, ich bin sozusagen der böse Salafist und die anderen sind die Liberalen. Deshalb bitte lassen Sie mich ausreden. Ich meine, das geht nicht, dass man uns die ganze Zeit Salafistin sagt und da gibt man uns das Wort nicht, dass wir aufklären. Wir sagen den Leuten, Islam ist diese Religion, dass wir Liebe zu Gott haben, dass wir Liebe zu Allah haben, dass wir wirken in dieser Gesellschaft, dass wir nicht träge werden oder Chaoten werden in dieser Gesellschaft. Wir wollen Bereicherung mitbringen nach Deutschland. Wir wollen gute Nachbarn sein. Die Frage, die mich am meisten interessiert, ist, ob Sie den Koran über das deutsche Gesetz stellen oder nicht. Schauen Sie mal, erstmal der Vergleich zwischen Religion und Faschismus ist falsch. Der Vergleich zwischen Scharia und Grundgesetz ist falsch. Religion ist Religion und dass dieses Gesetz, was hier ist, ist was anderes. Ich lebe in Deutschland. Steht denn das deutsche Gesetz bitte, über? Moment bitte, diese Fangfragen bitte nicht. Das ist eine Fangfrage? Doch, ja, das ist Fangfrage geworden. Okay, ich dachte, das wäre eine normale Frage. Weil wenn ich Ihnen jetzt sage, fragen Sie den Papst, was steht bei ihm her, der Gott oder der Mensch, dann wird er Ihnen auch Antwort geben. Aber wir leben in einem Doppelmoral. Und übrigens mit Ungläubigen bitte, mit Ungläubigen. Wir sagen diese Bezeichnung ist falsch. Diese Übersetzung ist falsch. Wir müssen bestimmte Begriffe bestimmen heutzutage. Als Muslime und als Nicht-Muslime auch. Sie werden das jetzt nicht mögen, was ich jetzt mache, aber weil ich immer, also es tut mir leid, aber es gibt eine zweite Seite zu dem, was Sie sagen. Das ist, Sie mögen das nicht, aber Sie werden natürlich beobachtet vom Verfassungsschutz. Sie streiten dagegen. Ich möchte trotzdem den Zuschauern die Möglichkeit geben, auch zu wissen, was der Verfassungsschutz über Sie sagt. Und das ist eine Zusammenfassung der letzten beiden Berichte. Bitte schön. Der sächsische Verfassungsschutz schrieb 2011, die Al-Rahman-Moschee sei ein wesentlicher Bestandteil der salafistischen Szene in Deutschland und Hassan Dabach, der Imam, ein herausragender Vertreter der salafistischen Bewegung. In der Öffentlichkeit betone er seit Jahren Loyalität gegenüber dem demokratischen Staat, Gewaltlosigkeit und Toleranz. Allerdings ergeben sich aus religiösen Schriften Anhaltspunkte für den Verdacht, dass die Al-Rahman-Moschee verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgt. Bis 2009 seien dort Texte kursiert, in denen Muslime aufgerufen werden, keiner anderen als der islamischen Gerichtsbarkeit zu folgen. Die islamische Religion wird als politische und rechtliche Ordnung dargestellt, die sich ausschließlich an der Gottesherrschaft, nicht aber an demokratischen Grundwerten zu orientieren hat. Der sächsische Verfassungsschutzbericht 2012 zitiert eine salafistische Broschüre, die in der Leipziger Moschee verteilt wurde. Hier heißt es, wenn die islamische Ordnung und Gesetzgebung umgesetzt werde, wäre das der vollkommenste Staat aller Zeiten, denn es handelt sich dabei um die Gesetzgebung Allahs. Wir hatten die Diskussion schon einmal. Das letzte Mal haben Sie gesagt, solange wir hier in der Minderheit sind. Habe ich nicht gesagt. Doch, das kann ich Ihnen vorführen. Das können Sie vorführen. Halten wir uns an die Gesetze Deutschlands. Und die Frage war offen geblieben. Herr Bosbach hatte sie auch gestellt. Okay. Was machen Sie denn, wenn Sie in der Mehrheit sind? Die Sache war so, ich habe gesagt, wir sind in der Minderheit. Und wir halten uns an die Ordnung, weil wir keine Chaoten sind. Ja. Und weil wir hier in Deutschland, wir leben hier mit den anderen Menschen. Erstmal zum Verfassungsschutzbericht vielleicht, damit Sie etwas wissen. Ich meine, komischerweise ist, dass man diese Leute, das ist eine Ermittlungsbehörde, dass man alles, was sie sagen, in diesem Fall zustimmt, obwohl diese Leute viele Sachen verschleiert haben. Und wir wissen genau, was der Verfassungsschutz von Rolle gehabt hat in diese NSU-Terrorzelle und was die Verfassungsschützer machen. Aber ich sage nochmal, wir leben in Doppelmoral. Wenn der Moslem sich verteidigt, dann ist er ein Hassprediger oder ist er gefährlich? Nee. Aber wenn die anderen unseren Gott, unseren Propheten, unseren Koran, unsere Religion beschimpfen, dann sind sie Kritiker oder sie rufen zur Freiheit. Gleiches Recht für alle.
Ich sage als absolut. Muslim, ich sage als Muslim, ich liebe meine Religion, ich möchte meine Religion praktizieren im Rahmen der hiesigen Ordnung in diesem Land. Und was hier gebracht wird, Sie wissen genau, da sagt man bis 2009. Ich brauche mich nicht zu verteidigen, zu rechtfertigen. 2012 gab es diese Broschüre und die Frage ist doch tatsächlich, also es gab nicht. Wir wollen sie ja nicht in nicht. Gänze. Da gab es nicht. Und Frage stellen, was ist seit mehr. Schauen Sie mal, Herr Butzbach, ich bin seit so vielen Jahren in diesem Land. 20. Ich predige seit mehr als 20 Jahren in diesem Land. Ich bin der erste Imam, einer der ersten Imame hier in Deutschland, der auf Deutsch in seiner Moschee predigt. Ich habe Deutsch gelernt, ich bringe den Leuten etwas Gutes bei, dass sie effektiv für diese Gesellschaft was machen. Herr Dabak, ja, so, jetzt Herr Bosbach und Frau Harris, bitte. Es ist ein fundamentaler Unterschied, ob Sie die Haltung einnehmen, wir müssen notgedrungen die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland akzeptieren, wir sind in der Minderheit, oder ob Sie sagen, unabhängig von meiner religiösen Überzeugung, unabhängig von den Worten und Taten des Propheten, akzeptiere ich Recht und Gesetz in Deutschland, weil für uns nur Recht und Gesetz gilt, was im politisch-parlamentarischen Verfahren beschlossen worden ist. Sagen Sie doch diesen Satz, dann wird klar, dass Ihrer Überzeugung nach der politische Anspruch des Islamismus in Deutschland keine Gültigkeit haben darf. Ich will keine Politik machen. Wir wurden gezwungen, in die politischen Ebenen zu kommen. Ich sage, ich rufe die Leute zum Islam auf. Ich möchte beten, ich möchte meine Religion richtig praktizieren, ich möchte etwas Nützliches hier machen. Aber durch die Politik hier in diesem Land hat man die Muslime gezwungenermaßen in diese Schiene geschoben. Durch V-Leute, durch Muslime. Bestimmte nicht Leute. Nicht alle Muslime, also Herr Nuri wird nicht beobachtet, ja, Frau Kammer auch nicht. Frau klar, wir reden über... Nein, aber ich muss es also wirklich sagen, also nicht alle Muslime. Ich finde das auch eine Spitzfindigkeit. Dann sagen Sie auch den anderen nicht alle. Ich meine, das ist vielleicht auch Ihr Problem, dass Sie genau wissen, dass Sie in Europa immer eine Minderheit bleiben werden. Nein. Nein, sagen Sie. Nein. Das ist nicht Ihr Problem. Bleiben Sie keine Minderheit oder ist es kein Problem? Das ist für mich auch interessant. Das ist kein Problem, meinen Sie. Sie sind in der Minderheit. Wir sind werden das auch in der Minderheit bleiben. In Ländern aber. Ob wir bleiben, das ist was anderes. Ist das jetzt eine Drohung oder ein Scherz? Das ist kein Scherz. Das wissen Sie nicht. Wissen Sie, was morgen passiert? Gehen wir von der Realität aus. Vielleicht morgen ist die Frau Rados die beste Muslime und bin ich der beste Atheist. Gehen wir von der Realität aus. Ich werde morgen nicht die beste Muslimin sein. Und Sie sind hier in der Minderheit und Sie werden in Europa auch in der Minderheit bleiben. In Staaten aber, wo Sie die Mehrheit haben, wie Ägypten, Afghanistan und Pakistan, mache ich folgende Erfahrung mit Leuten wie Ihnen. Es gibt eine doppelte Sprache. Das heißt, in der Öffentlichkeit, wenn es darum geht, dass man vor einem westlichen Publikum redet, dann wird sehr oft mit Kreide geredet. Und dann hören wir, wenn wir Ihnen so heute zuhören, dann ist das ja eigentlich sehr gemäßigt, was Sie so sagen. Es ist aber leider so, dass in dem Moment, wo die Kamera nicht läuft und die Öffentlichkeit nicht dabei ist, in mehreren Fällen ich es schon gehört habe, dass dann eine ganz andere Sprache aufgezogen wird. Und ich glaube, das ist das große Problem, dass Europa mit den radikalen Salafisten oder Nicht-Salafisten im Nahen Osten hat. Diese eine Sprache, die für die Öffentlichkeit ist und die andere Sprache, die also sehr radikal ist und nicht tolerant ist. Ich habe das in Afghanistan mit den Taliban erlebt. Als wir die Kamera abgeschalten haben, war plötzlich die Idee, dass der Islam und die Demokratie miteinander auskommen können, weg, weil es wurde mir deutlich gesagt, die Demokratie ist eine westliche Erfindung und hat mit dem Islam nichts zu tun. Das sind, ich glaube, die Befürchtungen, die für uns so berechtigt sind und so viel Angst machen, dass wir immer wieder hören, dass es etwas für die Öffentlichkeit gibt und etwas für ihre eigene Gemeinde gibt. Daher auch die Frage mit der Radikalisierung von den jungen Moslems. Ja. Wenn diese jungen Moslems nicht von den Predigern radikalisiert werden, ich glaube übrigens, dass da nicht nur die Religion eine Rolle spielt, sondern auch sehr viel diese Faszination mit dem Krieg. Ja. Und dass der Nahe Osten heute eine Region ist, wo sehr viel Krieg stattfindet. Und dass die Jugend leider immer noch diese Faszination hat, das haben wir auch in der Vergangenheit mit dem Spanischen Bürgerkrieg oder Vietnamesen sind auch nach Vietnam gegangen, um dort gegen die Amerikaner zu kämpfen. Das heißt, das ist nicht inhärent im Islam, glaube ich, aber der Nahe Osten ist eine unruhige Zone. Sie nützen, glaube ich, mit ihren
Reden, Salafisten nützen ja, mit diesem Reden extreme. Ich nehme jetzt extreme fundamentalistische Prediger, ja, nützen sehr wohl diese Lage aus. Und ich glaube, es gibt diesen öffentlichen Diskurs, also diese öffentliche Debatte, und es gibt eine ganz andere Debatte, die wir wahrscheinlich in der Öffentlichkeit nie hören werden und die allen Angst macht. Das gehört zur Hetze. Das gehört zur Hetze, was Sie sagen. Das ist meine Erfahrung. Wir haben die Frau Rades. Kennen Sie mich? So, aber die Frage ist ja, diese Doppelzüngigkeit haben wir nicht nur von Salafisten, sondern auch von Islamverbänden, die jetzt sich alles Gesprächspartner des Staates machen. Das haben wir gelernt von Politikern und von Pressevertretern, die ganze Zeit lügen und hetzen. Ich mache Politik und Verfassungsschutz verantwortlich für diese Jugendlichen, die keine Perspektive haben. So, Herr Nuripur, der Verfassungsschutz ist verantwortlich für die Jugendlichen, die keine Perspektive haben, sagen Herr Dabak. Das Problem ist doch, wenn es eben einen solchen Konflikt gibt, Sie kriegen am Ende dann die Hassmails, obwohl Sie kein Sie kriegen sie dann am Ende alle, weil Sie eben ein Muslim sind. Und Sie sind ein Muslim, der auch im Abgeordnetenbuch des Bundestages sich als solcher auch bekennt. Wie schaffen Sie es denn zu unterscheiden, was Herr Abdel Samad fordert, zwischen dem politischen Islam, dem salafistischen Islam, dem, der tatsächlich etwas mehr will, und dem, was Sie leben? Wie kriegen Sie das hin? Also ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages. Dort vertrete ich, wie der Kollege Bosbach auch, die Menschen in Deutschland. Und das hat mit meiner Religion erstmal überhaupt nichts zu tun. Meine Religion gibt mir persönlich im Privaten Halt. Und was ich im Politischen mache, versuche ich sozusagen anhand der Diskussion, die wir in meiner Partei, im Bundestag, in den Ausschüssen und so weiter haben, zu entscheiden. Ich kriege das überhaupt gar nicht zusammen. Herr Abdel Samad sagt, man müsste im Prinzip salafistische Vereine oder eben solchen politischen Islam verbieten in Deutschland. Das würde die Dinge erleichtern. Ist das so leicht? Ich teile das nicht. Ich teile das aus verschiedenen Gründen nicht. Erstens haben wir dieselben Verbotsdebatten, da ist wiederum die Analogie, dieselben Verbotsdebatten auch mit den Nazis, das ist richtig. Zweitens aber ist es ja so, es gibt Verbände, mit denen man arbeiten kann. Und es ist ja nicht der Verfassungsschutz, der den jungen Leuten die Perspektive nimmt, sondern unser asoziales Bildungssystem, was nach Portemonnaie entscheidet, die Sozialpolitik und natürlich auch teilweise die Eltern und so weiter und so fort. Das geht um Sozialpolitik, worüber wir eigentlich reden müssen, wenn es um Integration an sich geht, damit die Leute nicht so affin sind für diese Versuchungen. Ja. Aber es gibt Bereiche, in denen wir Vorbilder brauchen, auch im Kleinen, mit denen wir dann reden können. Und so manche Moschee, und nicht jede Moschee ist eine radikale Moschee, manchen Moscheen ist es hilfreich, wenn beispielsweise beim Thema Ehrenmorde der Prediger von der Kanzel aus sagt, eure Ehre ist nicht die Sexualität nicht eurer Gesetz. Töchter, sondern ihre Bildung und dass sie ihre Freiheiten hat. Ja. Und wenn der Prediger das hat, hat es eine ganz andere Ausschlagkraft, als wenn es der Kollege Bosbach oder ich sagen. Also das ist Softpower sozusagen, die sanfte natürlich. Einflussnahme. Wären Sie für Verbote zu haben, Herr Bosbach? Wir haben schon eine Reihe von salafistischen Organisationen verboten. Ist es denn so leicht, dann festzustellen, wer dieses Gedankengut weiterträgt oder nicht? Also gerade eben tatsächlich, also wenn es ein Beispiel gibt, dann hier der Verfassungsschutz verliert auch regelmäßig. Manchmal gewinnt Herr Dabak, manchmal verliert der Verfassungsschutz in der Beurteilung. So leicht scheint es nicht zu sein. Ich habe gewonnen. Also ein Vereinsverbot kann natürlich gerichtlich angegriffen werden. Mir ist nicht bekannt, dass ein Vereinsverbot einmal aufgehoben worden wäre. Das heißt, Verfassungsschutz und andere Behörden müssen über einen längeren Zeitraum hinweg Indizien und Beweise dafür sammeln, dass der Verein verbotswürdig ist. Es waren etwa 20 Vereine in den letzten Jahren. Die eine Hälfte aus dem rechtsradikalen Spektrum und die andere Hälfte aus dem islamistischen Spektrum. Eine religiöse Überzeugung, die kann man nicht per Gesetz verbieten. Aber dass die größte Gefahr ausgeht von den salafistischen Bestrebungen, das kann man ernsthaft nicht bestreiten. Einen Moment, man kann auch nicht unbedingt jetzt Terrorismus mit Salafismus gleichsetzen. Richtig. Aber alle Terroristen, die wir enttarnt haben in den letzten Jahren, hatten Verbindungen zu salafistischen Szenen, unter anderem Arid U., der zwei junge amerikanische Soldaten auf dem Flughafen Frankfurt am Main erschossen hat. Durch ein Video im Übrigen. Das war eine Art Turbo-Radikalisierung im Salafismus. Ich kann sagen, Sozialpolitik verschleiern, dadurch, dass sie einen Feind erfinden. Ich mache einen zweiten. Ich mache einen Rückschritt und nehme Frau Rados noch mal deshalb in unsere Mitte. Aber nicht gegen Sie. Doch. Nein, nicht gegen Sie. Aber wir haben zwei Sprachen: eine Sprache für Öffentlichkeit, eine Sprache für die Muslime. Bitte. Was ich Ihnen hier sage,
sage ich in meiner Moschee, ihr Problem hier in Deutschland ist, dass man Doppelmoral hat, dass man ein Feindbild haben will. Das kann ich erklären, kein Problem. Ja. Auf jeden Fall. Und das Problem ist in diesem Zusammenhang, dass man nicht differenzieren kann. Nicht alle Finger sind gleich. Und nicht jeder, der als Salafist betitelt wird, dann ist er. Auch eine Nur-Partei in Ägypten, sie behaupten, Salafisten zu sein und sowas. Und sie jetzt verbündeten sich mit Assisi. Deshalb auch wollen wir noch einmal zurückgehen nach Ägypten. Das ist automatisch. Und deshalb machen Sie mal ganz klein. Und machen Sie mal ganz Doppelmoral, klein. Bitte. Und keine Hetze. Antonia Rados hat eben viel mehr getan, als Doppelmoral oder Hetze zu verbreiten. Sie hat sich eben umgesehen und hat eben auch gesehen, wie die Spaltung, der Riss in der Gesellschaft durch die religiöse Frage geht, durch eben die Frage der Radikalisierung. Sie hat zwei Schwestern porträtiert. Den Gedanken und diesen Film, die Reportage, wollen wir Ihnen kurz noch mitgehen und besprechen. Sie berichtet seit Jahrzehnten von Krisenherden und Glaubenskonflikten in der arabischen Welt. Wie der Islam die Menschen entzweien kann, zeigt Antonia Rados jetzt in einer ungewöhnlichen Buch- und Fernsehreportage. Sie traf zwei ägyptische Schwestern, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Die eine gilt als Kairos berühmteste Bauchtänzerin, ist westlich orientiert, liebt den Luxus. Die andere ist strenggläubige Salafistin, trägt den sogenannten Niqab, hat dem Weltlichen entsagt und findet es selbstverständlich, dass Frauen keine Rechte haben, berichtet Antonia Rados. Das ist von hier aus ganz schwer zu begreifen, dass eine Frau, die war ja, glaube ich, auch mal Showgirl, die jetzt richtig. Im Niqab, dass die sagt, nein, das ist nicht mehr mein Weg, ich verhülle mich ganz, ich gebe auch einen Teil meiner Rechte ab. Man musste immer einen Mann fragen, ob sie dann jetzt bereit sein kann, zu interviewt zu werden. Haben Sie es verstanden? Man versteht das nur im Zusammenhang mit dem heutigen Islam. Mhm. Und der heutige Islam ist kein Block. Mhm. Das macht er so schwierig. Das hatten wir gerade. Ja. Und diese Leute wie die Salafistin und die Bauchtänzerin haben sich beide ihren Islam zurechtgebastelt. Mhm. Die Salafistin zum Beispiel ist eine Frau, die streng religiös ist, den ganzen Tag betet, auf der anderen Seite völlig dafür ist, dass Frauen Auto fahren, was in Saudi-Arabien wiederum verboten ist. Mhm. Und sie finden zahlreiche Familien heute in der arabischen Welt, die ihren eigenen Islam haben. Zum Teil hat das natürlich mit der Freiheit vom arabischen Frühling zu tun, dass die Leute wieder alle Freiheiten haben, auch die religiösen. Und zum Teil ist wirklich ausschlaggebend meiner Auffassung nach das Internet. Jeder sucht sich alles zusammen, was er sich so als Islam eigentlich vorstellt. Mhm. Und da ergeben sich dann Figuren, die wir vor 20, 30 Jahren im Nahen Osten überhaupt nicht gehabt haben. Sie zum Beispiel sagen, Sie sind kein Salafist. Mir hat man in Ägypten gesagt, Leute, die lange Bärte haben und den Schnurrbart abrasiert haben, das sind Salafisten. Auch das scheint offenbar nicht mehr zu stimmen, wenn ich mir so sie ansehe. Sie haben einen abrasierten Schnurrbart und einen langen Bart, sind aber kein Salafist. Salafist macht Diät und macht Sport. Das, okay, dann sind Sie kein Salafist. Ja. Salafisten sind aber also das ist ja kompliziert, tatsächlich. Also wenn es nämlich dann zum Beispiel geht, das eine vom anderen zu unterscheiden, also wo ist das politische Potenzial, was gefährlich werden kann, wo ist ein privat gelebter Glaube, den man jemanden ja nicht nehmen darf? Das hängt miteinander zusammen, meiner Auffassung nach. Wie machen wir es? Die Gesellschaft zerfällt im Nahen Osten so sehr in verschiedene Blöcke und Teile. Jeder sucht sich seine eigene Identität, auch die, die nicht religiös sind. Auch hier haben Sie Mädchen, die in Leggings und mit Kopftüchern herumgehen, etwas religiös sind und so, dass die Gesellschaft jetzt einen Halt sucht. Ja. Und ein Großteil der Gesellschaft sucht diesen Halt in der offiziellen Religion. Die Gesellschaften werden um einiges religiöser. Mhm. Und ein anderer Teil, zu dem sicher doch Herr Samad gehört, glaubt, dass die Lösung in der Nichtreligion liegt. Mhm. Und diese zwei Blöcke sind die mächtigsten im Nahen Osten. Und ich glaube, sie bekämpfen sich nirgends so sehr wie in Ägypten. Und wir kriegen ja die Schockwellen hier mit. Davon bin ich überzeugt. Die Frage ist, wie sollen wir damit umgehen? Haben Sie einen guten Rat für uns in Deutschland, wie wir diesem Problem begegnen? Ich glaube, einerseits eben nicht eine ganze Religion diskriminieren und andererseits sich erwehren gegen das, was kommt. Ich glaube, dass die Probleme des Nahen Ostens im Nahen Osten bleiben müssen. Stellvertretende Kriege in Europa zu führen, ist das Schlimmste, was man machen kann. Und zum Teil findet das ja auch statt. Im Internet sind die Debatten genau auf diesen Themen im Nahen Osten. Erinnern wir uns doch daran, in den letzten Jahrzehnten haben diese Kriege immer um den israelisch-palästinensischen Konflikt stattgefunden. Jahrzehntelang sagte man uns, das ist der Konflikt Nummer eins im Nahen Osten. Ja. Und das war er nicht. Sondern die wirklichen Probleme waren sozial, ökonomisch etc. etc. Heute, seit einigen Jahren, hören wir im Internet und überall, Problem Nummer eins im Nahen Osten ist der Islam.
Alles geht um den Islam. Die Wahrheit dahinter ist doch etwas komplizierter. Aber und sie ist sozial eher, sie hat mit Wohlfahrt zu tun, mit Wohlstand. Sie hat damit zu tun, nehmen wir das Beispiel Ägypten mit der Moslembruderschaft, die auch eine, die natürlich im vergangenen Jahrhundert gegründet worden ist nach dem Vorbild faschistischer Parteien, aber die auch eine soziale Organisation war in Ägypten und natürlich sehr vielen Leuten auch geholfen hat. Und mit der Zerschlagung der Moslembruderschaft durch Feldmarschall Sisi fallen natürlich auch sehr viele soziale Funktionen einer relativ gemäßigten Partei in Ägypten weg. Ich nehme Sie beiden jetzt, wir können es leider nicht mehr diskutieren, wir sind am Ende dieser Sendung. Es ist ein Gedanke, den ich aber gerne aufnehmen möchte und den ich weitertrage. Ich habe Sie ähnlich gehört und auch Sie. Die sozialen, die Chancen in einer Gesellschaft, die Wertigkeit sind das Wichtigste, um tatsächlich zu verhindern, dass Lücken entstehen, in denen sich jeder etwas heraussucht, was er dann für seine Religion und seine Ideologie... Das ist das marxistische Weltbild, das alles sozioökonomisch zu lösen ist. Auch Kultur, so, auch Religion, auch Kultur und auch Religion spielen eine Rolle. Das unter den Teppich zu kehren, dann verlangsamt man die Lösung. Sie haben diese Debatte angestoßen. Wir können leider nicht mehr jeden zu Wort kommen lassen. Ich danke Ihnen aber trotzdem, dass Sie heute Ihre Einsichten mit uns geteilt haben, Ihr Leben und Ihre Haltungen. Vielen Dank für die Diskussion. Wir machen mal irgendwann mal weiter. Herr Dabak, Herr Abdel Samad, Frau Kador, Frau Rados, Herr Bosbach und Herr Nuripur. Vielen Dank fürs Kommen. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Nächste Woche sind wir nicht auf dem Sender. Da ist Osterpause. In zwei Wochen sehen wir uns wieder. Jetzt ist Nachtmagazin. Wiedersehen.